Und ich rufe auf den Punkt 70, Aktuelle Stunde, Antrag der Fraktion der AfD, Messeaufsichtsratsvorsitzender Peter Weltmann gefährdet den IAA-Standort Frankfurt, 201257. Der Kollege Gagel hat das Wort. Dann habt ihr es falsch hergelegt. Wer fängt jetzt an? Fängst du an? Egal. Also, Kollege Gagel fängt an. Bin ich schon an? Ja. Herr Präsident, werte Kollegen, wir kommen jetzt weg von der Personalien der honorigen Personen, die hier geehrt wurden, zu einer anderen Personalie, die sehr unerfreulich ist. Und ich mache es gleich kurz und komme mit der Headline, wie auch unser Antrag der Aktuellen Stunde heute Morgen lautet: Peter Weltmann gefährdet den IAA-Standort Frankfurt. Und wir stellen gleich die Forderung, um es vorwegzunehmen, damit die Pointe eben schon draußen ist: Weltmann muss zurücktreten. Aufgrund des Erfolges der vom VDA ausgerichteten Messe profitierte eine weitere Branche in Hessen vom Aufschwung, nämlich die Messe Frankfurt GmbH, die mit einem Umsatz von jetzt über 700 Millionen Euro und 2.500 Mitarbeitern das größte Messe-, Kongress- und Eventunternehmen weltweit geworden ist. Da die Stadt Frankfurt und das Land Hessen mit je 60% und 40% die Eigentümer der Messegesellschaft sind, müssten die im Aufsichtsrat verantwortlichen Politiker das Wohl und die Interessen des Unternehmens verfolgen, um den Fortbestand von nicht zuletzt 2.500 Arbeitsplätzen zu sichern. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Weltmann scheint sich dieser Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Frankfurt GmbH genauso wenig bewusst zu sein wie Verkehrsminister Al-Wazir, Finanzminister Schäfer, die ebenfalls Aufsichtsräte der Messegesellschaft sind. In seiner im Stern und anderen Medien veröffentlichten, aber auf der Messe nicht gehaltenen Rede sprach Weltmann den Anti-IAA-Demonstranten, darunter den sogenannten Aktivisten wie der Gruppe, Sand im Getriebe, seine offene Unterstützung zu. Zitat: Als Oberbürgermeister bin ich allen, die sich an Demonstrationen beteiligen, dankbar, weil es ihnen nicht vorrangig um das eigene Wohl, sondern um die gute Zukunft für uns alle und den Kampf gegen den Klimawandel geht. Was für eine Heuchelei! Herr Weltmann schafft gleich zwei Treffer mit dieser Aussage. Er schießt gegen den eigenen Konzern, für dessen Wohl er als Aufsichtsrat verantwortlich ist, und er verstößt gegen das Neutralitätsgebot, das für ihn als Oberbürgermeister zwingend gilt. Er handelt damit gegen die Interessen des Landes Hessen und gegen die Interessen der Stadt Frankfurt. Schon bei seiner letzten IAA-Rede vom 14.09.17 kritisierte Weltmann die Autohersteller pauschal wegen des Lügen und des Betrugs in Anspielung auf die manipulierte Dieselabgassoftware. Er hoffe, Zitat, dass auch die Kinder der Stadt Frankfurt in Zukunft noch sagen können, das ist auch unsere Messe und unsere IAA. Offenbar hat Herr Weltmann Identifikationsprobleme mit der größten Messe in der Stadt, für die er als OB und als Aufsichtsrat der Messegesellschaft verantwortlich ist. Die Messe Frankfurt ist mit der Neueröffnung der Messehalle 12 im Herbst 2018 ein 250 Millionen Euro teures Risiko eingegangen, das die Ertragslage des Unternehmens die nächsten Jahre belasten dürfte. Aus der Belastung wird allerdings ein Fiasko, sollte sich der VDA nach einem anderen Messeplatz umschauen und nach Jahrzehnten der Stadt Frankfurt und Hessen den Rücken zukehren. Konkrete Pläne für eine Abwanderung der IAA gibt es schon. Der Berliner Messechef Göpke bestätigte letzte Woche, dass er seit mehreren Monaten mit dem VDA im Gespräch steht. Selbst der CDU-Fraktionschef im Römer, Nils Kössler, kritisiert das geschäftsschädigte Verhalten des eigenen OB. Zitat, man höre, manchmal kommt ja auch was Gutes von der CDU, Weltmann führe ein unwürdiges Schauspiel auf und veröffentliche eine ungehaltene Rede. Nachdem Herr Weltmann zu Beginn der Messe zu einer Auslandsreise in die Partnerstadt Toronto aufbrach und damit nicht einmal einen Fuß auf die wichtigste Messe seiner Stadt setzte, frage ich konkret jetzt diese Landesregierung, ob sie ähnlich wie Herr Weltmann die IAA am liebsten loswerden will. Denn was haben Sie unternommen, um die IAA in Hessen zu halten?
dann nützt es auch absolut nichts, Herr Bouffier, die Lippenbekenntnisse in den Interviews. Das wird Frankfurt nichts nützen. Denn sind Sie auch der Meinung, dass die Sperrung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen eine sinnvolle und hilfreiche Maßnahme während der wichtigsten Automesse in Deutschland darstellt? Wer genehmigt einen solchen Unfug am ersten Publikumswochenende, wenn 10.000 autobegeisterter Menschen, und stellen Sie sich das einmal vor, potenzielle Kunden für einen Neuwagenkauf, nach Frankfurt einreisen und erst von Vollsperrungen auf der Autobahn wegen Fahrradverkehr und anschließend besetzte Hauptzugänge vom Messegelände vom Besuch auf der IAA abgehalten werden? Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Noch drei Sätze. Wenn Sie das unter Verkehrswende... Herr Kollege, zum Schluss kommen heißt nicht noch drei Sätze. Ich bitte Sie, jetzt langsam zum Schluss zu kommen. Wenn Sie das unter Verkehrswende verstehen, dann gute Nacht Deutschland und Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Kinkel, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es gab eine Zeit, da vertrieben sich Schülerinnen und Schüler in der Pause die Zeit mit einem Kartenspiel, und das muss man vielleicht heutzutage noch einmal erklären. Es hieß Autoquartett, und ein Stich machte, wer das Auto mit den besten Leistungsdaten vorzuweisen hatte. Und das stand sinnbildlich in Deutschland für eine Autobegeisterung. Die individuelle Motorisierung war das Synonym für Freiheit und die Führerscheinprüfung mit 18 der Einstieg in das Erwachsenenleben. So etwas ändert sich nicht von heute auf morgen. Aber die Demonstrationen in Frankfurt und die Debatte rund um die IAA zeigen doch, das Auto verliert insbesondere bei den jungen Leuten die Rolle als Statussymbol. Es ist ein Statussymbol, mobil zu sein, sowohl lokal, regional, aber auch global. Aber dafür muss man nicht unbedingt ein Auto besitzen. Eins hat die IAA ganz sicher geschafft, unbewusst wahrscheinlich. Eins hat die IAA ganz sicher geschafft, allerdings wahrscheinlich unbewusst, nämlich die Frage zu stellen, wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Denn auch wenn es in den Messehallen noch um die alte, um die autozentrierte Mobilität ging, die Debatte, die in der Gesellschaft geführt wird, auf den Podien und hier im Landtag, die geht genau darum, nämlich wie die Verkehrswende aussehen kann, wie der Verkehr endlich klimaschonender wird und welche Politik dafür notwendig ist. Und nur ein Teil der Ewiggestrigen, wir haben uns ja gestern schon gehört, sind immer noch der Meinung, dass der Verbrennungsmotor eine schillernde Zukunft hat und dass wir die IAA weiterhin in dieser Form brauchen. Sie halten fest an alten Konzepten, die selbst der VDA und selbst die IAA anscheinend schon über Bord geworfen haben. Diese beiden Verbände, der Verband VDA hat in der letzten Zeit präsentiert, dass sie ein vollkommen neues Konzept für die IAA arbeiten wollen. Und damit könnte der Verband tatsächlich weitsichtiger sein und moderner sein als die AfD und die FDP. Aber warten wir ab, was bei den Ankündigungen herauskommt. Denn eines steht fest: Die fehlende Zukunftsfähigkeit einer Autoausstellung wird ja nicht in Köln oder Berlin besser. Es braucht einen Neustart. Die IAA muss Teil der Verkehrswende werden und nicht in einer neuen Stadt eine alte IAA anbieten. Und warum ist Frankfurt, ist die Rhein-Main-Region als Standort so geeignet? An Hessen führt kein Weg vorbei, und die Rhein-Main-Region ist Verkehrsknotenpunkt. Für eine Mobilitätsausstellung eignet sie sich deshalb hervorragend. Die Region ist Mobilitätsdrehscheibe
auf der Schiene, auf der Straße, in der Luft und auch auf dem Wasser. Und immer bedeutsamer wird auch der Radverkehr. Es gibt in dieser Region die klassische Automobilindustrie, es gibt Carsharing-Anbieter, Mobilitäts-Start-ups, sogar Batteriehersteller, E-Bike-Hersteller, ÖPNV, Fernverkehr, Nahverkehr und vielleicht auch irgendwann Seilbahn, wer weiß. Hier ist die Vielfalt der Mobilität so deutlich und so sichtbar wie in kaum einer anderen Region in Deutschland. Und hinzu kommt, die Dichte und die Urbanität der Stadt Frankfurt ist außergewöhnlich. Gleichzeitig ist der Weg vom Stadtzentrum in die Vororte vergleichsweise kurz. In der Rhein-Main-Region gibt es mehrere beieinanderliegende Großstädte. Es gibt Mittelzentren und auch weniger urbanen Raum. Ländlichen Raum möchte ich das nicht nennen. Aber in diesen unterschiedlichen Gegebenheiten könnte man auf einer Mobilitätsausstellung wunderbar zeigen, dass es für den Weg von A nach B neue, innovative und umweltschonende Ideen gibt. Und wenn die IAA das annimmt, wenn sie sich von einer Automobilausstellung zu einer Mobilitätsausstellung entwickelt, dann hat sie auch wieder Zukunft. Um noch einmal auf das Bild von Beginn zurückzukommen, vielleicht hat ja das gute alte Quartettspielen auf dem Schulhof gar nicht ausgedient, trotz Digitalisierung. Vielleicht sollte es aber nur einfach darum gehen, was den jungen Menschen wirklich ist, nämlich dem ÖPNV, ICE, E-Autos oder den E-Bikes. Ein Mobilitätsquartett eben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kinkel. Das Wort hat der Abg. Dr. Naas, Freie Demokraten, FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kollegin Kinkel, ich weiß nicht, wie Sie Quartett auf dem Schulhof gespielt haben. Wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich. Denn der Reiz des Spieles ist ja gerade, dass es bei den Automobilen verschiedene Kriterien gibt und eben nicht nur PS und Hubraum. Und vor diesem Hintergrund ist in der Tat die Zukunft des Quartetts gesichert. Denn Sie können problemlos natürlich auch den CO2-Ausstoß mit als Kriterium aufnehmen, wo es natürlich nicht um die Höhe geht, sondern um einen möglichst niedrigen CO2-Ausstoß. Die Karte würde dann gewinnen. Und vor diesem Hintergrund ist genau das, was wir gestern schon gesagt haben, richtig. Wir glauben an die Zukunft des Automobils als Teil unserer individuellen Freiheit, meine Damen und Herren. Sie sind ja sehr schön am Thema vorbeigesegelt, denn die Aktuelle Stunde lautet ja eigentlich, wie steht Peter Feldmann, der Oberbürgermeister von Frankfurt, zur IAA. Wie Sie vielleicht alle wissen, hat Frankfurt ja eine sehr schöne Amtskette für den Oberbürgermeister, und Peter Feldmann trägt die ja auch gerne Tag und Nacht. Ich weiß nicht, ob er sie in der Dusche auch trägt, aber auf dieser Amtskette ist der Frankfurter Adler, der an die reichsstädtische Tradition von Frankfurt erinnert und damit auch die reiche Privilegienausstattung von Frankfurt, insbesondere das Messeprivileg von 1240, was ein besonders wichtiges Privileg für Frankfurt ist, weil bis heute wir diesem Privileg sehr, sehr viel zu verdanken haben, vor allem auch Wohlstand in unserer Region. Und zum Zweiten ist auf dieser Amtskette ein Spruch, und der lautet stark im Recht. Das ist nämlich seit 1837 der Wahlspruch der Stadt Frankfurt. Und jetzt weiß ich, dass Oberbürgermeister erstens immer im Recht sind und zweitens zu allem was sagen können, und zwar völlig egal, wie groß die Stadt ist. Aber in der Tat, Peter Feldmann hat das Recht, auf einer IAA zu sprechen. Hat er. Er kann sagen, was er will. Er kann seine kommunalen Probleme mit Parkhäusern gerne aufwärmen. Er kann auch gerne was zum Dieselskandal sagen, ein bisschen abgedroschenes Thema. Und er kann auch gerne was zu den Demonstranten vor der Tür sagen. Alles ihm unbenommen. Ob das aber klug ist in Sachen Wirtschaftsförderung, ist eine andere Sache. Peter Feldmann kann auch gerne, wenn er dann
nicht sprechen darf, diese Rede veröffentlichen. Auch da ist er stark im Recht. Aber ob das klug ist im Sinne der Wirtschaftsförderung, wenn man eingeladen ist für ein Grußwort, eine Rede, die eindeutig gegen die Messe gerichtet ist, dann auch noch zu veröffentlichen, weiß ich nicht. Und das Dritte, am Ende sich als Retter aufzuspielen und öffentlich einzuladen, den Ministerpräsidenten sozusagen vorzuladen und den Wirtschaftsminister gleich mit dazu und öffentlich dann natürlich am Ende auch noch für die Rettung zu sorgen, das ist schon großes Kino, sehr großes Kino. Und Herr Ministerpräsident, da beneide ich Sie nicht. Da beneide ich Sie nicht. Weil egal wie es ausgeht, und ich vertraue Ihnen da, ich glaube, dass Sie die allerbesten Möglichkeiten haben, wenn es einer schafft, dann Sie, Herr Ministerpräsident, diese Messe zu retten. Ja. Weil, und ich will es Ihnen auch, ich will es Ihnen auch begründen, weil wenn man natürlich öffentlich einlädt, ist das, glaube ich, kontraproduktiv. Und es ist ja gestern schon angeklungen, das Klügste ist, glaube ich, erst einmal Gespräche im Hintergrund zu führen. Und jetzt kommen wir zum Kern des Problems. Wem nützt das alles? Wem nützen die öffentlichen Verlautbarungen, die öffentliche Einstellung und hier auch die öffentliche Vorladung? Am Ende nur der PR von Peter Feldmann, nichts anderes. Hier geht es nicht um Allgemeinwohl, sondern hier geht es um persönliche Interessen. Herr Ministerpräsident, ich wünsche Ihnen viel Glück zum Wohl dieses Landes und der Frankfurter Messe. Auf den Oberbürgermeister kann sich Frankfurt an dieser Stelle nicht verlassen. Sie haben es wirklich schwer. Es gibt ja auch eine Koalition in Frankfurt, kann ich auch noch einmal daran erinnern. Ich weiß nicht, wie viele Steine die Ihnen noch in den Weg legt. Da sind ja Grüne und SPD auch mit beteiligt. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich hoffe, dass Sie die Frankfurter IAA in Frankfurt retten können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Das Wort hat der Abg. Grumbach, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, die Ausführungen des Kollegen Naas sind relativ einfach zu beantworten. Er hat sich über die PR des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt beklagt. Ich denke, in den früheren Jahren hätte man dazu gesagt, was ich denke und was ich tue, traue ich halt den anderen zu. Das ist sozusagen die eigene Denkweise, die da zustande kommt, wie man Politik macht. So. Ich finde diese ganze Debatte deswegen ganz spannend, weil ich nicht ganz genau weiß, ob die AfD sich überlegt hat, was sie hier macht. Also die Überschrift zu sagen, jemand schadet mit Äußerungen ein Wirtschaftsunternehmen aus dem Munde der AfD hat in Deutschland eine ganz spannende Geschichte. Ich zitiere nur eins von 15 Zeitungsausschnitten. Starke fremdenfeindliche Kräfte halten Kapital und Fachkräfte aus Deutschland fern. Insofern schadet die AfD dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Kollege hat gerade gesagt, das ist eine Behauptung, kein Beleg. Eben, das ist Ihr Antrag, eine Behauptung, kein Beleg. Zweitens, ganz einfach, und Herr Naas hat das, glaube ich, richtig gesagt, verliert ein Oberbürgermeister mit der Wahl das Recht auf seine Meinung. Nein, das verliert er nicht. Und es ist unser Job, dieses Recht zu schützen, statt darüber zu reden, dass es eingeschränkt werden muss. Drittens. Ist es für einen Oberbürgermeister schändlich, einen Vorgang anzusprechen vor denen, die ihn verursacht haben, die das Oberlandesgericht gestern als zutiefst sittenwidrig bezeichnet hat, und das noch lange Schadensersatz? Ist der Oberbürgermeister der Anwalt der Betrüger oder der Anwalt der Betrogenen? In dieser Frage, glaube ich, muss man eine klare Position beziehen. Viertens.
Ist der Oberbürgermeister Anwalt einer Vergangenheit oder der Anwalt der Zukunft? Ist der Job eines Oberbürgermeisters zu sagen, dass ein Unternehmen genauso weiterlebt wie bisher oder dass es sich so aufstellt, dass die Zukunft funktioniert? Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich komme ja aus der Kernenergiedebatte. Ich habe auf einer Podiumsdiskussion dem Vorstandsvorsitzenden der RWE gesagt, vor Jahrzehnten, wenn ihr nicht anfangt, Erneuerbare in euer Portfolio aufnehmen, werdet ihr wirtschaftlich so an die Wand fahren, dass ihr es bereuen werdet. So, schauen Sie sich diese Entwicklung an. Wir können streiten, ob die Entscheidung richtig oder falsch war. Aber vorher zu überlegen, was die Zukunft bringt, statt zu sagen, die Vergangenheit geht ewig weiter oder wie die AfD, wir gehen immer weiter zurück in die Vergangenheit, ist beides jedenfalls der falsche Ansatz. Fünftens. Ist der Oberbürgermeister der Stadt ein Vertreter seiner Bürgerinnen und Bürger? Fragen Sie doch einmal Ihre Frankfurter Kollegen, was die Frankfurter davon halten, dass ihre Stadt zugeparkt wird, Tag für Tag, dass die Kinderwagen nicht mehr durch die Bürgersteige kommen, dass der Dreck, ich meine, die Fahrverbotsdebatte haben wir doch alle gehabt. Glauben Sie etwa, dass die Variante, die an dieser Stelle nicht versucht, einen vernünftigen Weg zu finden, nicht irgendwann zum Ende führt? Unser Job ist dafür zu sorgen, dass diejenigen, die Auto fahren müssen, eine Chance haben, mit dem Auto dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Und unser Job ist dafür zu sorgen, dass die Leute, die nicht Auto fahren wollen oder die Belastung nicht haben, dass deren Belastung reduziert wird. Und Sie versuchen immer nur eins zu lösen. Wer nur eins löst, wird der Zukunft nicht gerecht. Und der allerletzte Satz. Glauben Sie eigentlich, dass ein Oberbürgermeister nur ein Frühstücksdirektor ist? Ich glaube, dass das nicht ist. Sonst müsste man nämlich keine Wahlen abhalten. So. Und wenn Sie jetzt darüber nachdenken, warum Menschen bei Oberbürgermeister- und Bürgermeisterwahlen so schrecklich selten zur Wahl gehen, dann überlegen Sie, wie Ihre Beteiligung daran ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Grumbach. Das Wort hat die Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die IAA 2019 ist am letzten Wochenende zu Ende gegangen. Erneut sind die Besucherzahlen drastisch zurückgegangen. Gegenüber 2015 haben sie sich fast halbiert, und die Zahl der Aussteller ist um 100 zurückgegangen. Und anlässlich der IAA haben diesmal so viele Menschen demonstriert wie noch nie gegen die Automobilindustrie und gegen die herrschende Verkehrspolitik. Mindestens 25.000 Menschen taten das zu Fuß und im Rahmen der Fahrraddemonstration. Und das ist ein wichtiges Signal für eine andere Verkehrspolitik, meine Damen und Herren. Kam das alles aus heiterem Himmel? Nein. Die Probleme der IAA sind auch nicht denen geschuldet, die auf Missstände hinweisen, auch wenn die Aktuelle Stunde der AfD das so darstellt. Die Automobilindustrie hat jahrelang betrogen, getrickst und enttäuscht. Das ist im Übrigen offensichtlich ein kriminelles Verhalten, mit dem die AfD überhaupt keine Probleme zu haben scheint. Haben Sie nämlich leider nicht angesprochen, immer als selbsterklärte Rechtsstaatspartei. Statt sich auf effiziente Fahrzeuge zu konzentrieren, bringen Sie immer größere und stärker motorisierte Fahrzeuge auf den Markt, weil sich daran gut verdienen lässt. OB Feldmann wollte zur IAA-Eröffnung kritische Worte für dieses Verhalten finden. Aber anders als sonst wurde der Frankfurter Oberbürgermeister nicht eingeladen. Sehr unsouverän, wie ich finde. Und ich finde, an der Stelle macht die AfD ja auch sehr deutlich, was sie mit ihrem ganzen Gerede von angeblicher Meinungsfreiheit meint. Bei Meinungen, die nicht ihre sind, ist nämlich ganz Schluss mit Meinungsfreiheit, und das wird man ja mal sagen dürfen. Und ich will auch inhaltlich sagen, natürlich hat OB Feldmann recht, wenn er sagt, Frankfurt braucht mehr Busse und Bahnen, aber nicht mehr SUVs. Vollkommen richtige Aussage.
Denn Frankfurt steht sinnbildlich für die Städte, die autogerecht aufgebaut und umgebaut wurden in den letzten Jahrzehnten. Ganz selbstverständlich wurden viele breite Fahrbahnen durch die Stadt gezogen. Früher einmal großzügige Wohnstraßen wurden zu vollgequetschten Parkplätzen. Fußgänger, Radfahrer und der ÖPNV mussten sich dem unterordnen und sich den wenig verbliebenen Platz teilen. Die Autos werden größer, breiter und PS-stärker. SUVs ragen in die Radwege rein. Und Elektroautos lösen dieses Problem eben nicht. Und das alles trotz Klimawandel und obwohl gerade in der letzten Woche Millionen Menschen weltweit für den Klimaschutz demonstriert haben. Ich finde, diese besorgten Bürger, die sollten Sie mal ernst nehmen, meine Damen und Herren. Gerade gestern haben die Wissenschaftler des Weltklimarats erschreckend neue Zahlen vorgelegt und massives Umsteuern gefordert. Und das Klima zu retten, das erfordert eben eine Verkehrswende. Und auch die allgemeine Lebensqualität in den Städten erfordert, den Verkehr neu zu denken. Und das ist eigentlich jedem klar, der nicht im 20. Jahrhundert festhängt. Das hat Peter Feldmann auch angesprochen, und das wollte er dem Verband der Automobilindustrie mitgeben. Völlig zu Recht. Und das ist auch im Interesse der Menschen in Frankfurt, die Lärm und Schadstoffen ausgesetzt sind und die durch die Automobilindustrie betrogen wurde, die Grenzwerte systematisch unterlaufen hat. Daraus zu schlussfolgern, wie es die AfD getan hat, aber auch Teile leider der Frankfurter CDU, Feldmann habe der Messe und Frankfurt geschadet, ist abwegig. Die Welt dreht sich weiter, und die IAA droht, zu einem Museum zu werden, statt zu einem Ort, bei dem wirklich zukunftsweisende Technologien vorgestellt werden. Und es ist doch ganz ohne Zweifel auch die Aufgabe eines Oberbürgermeisters und Messeaufsichtsrats, sich über diese Entwicklung Gedanken zu machen und Zukunftsfähigkeit anzumahnen, statt im Gestern zu verharren. Und deswegen sagen wir ganz klar, die IAA wird sich verändern müssen, wenn es nicht eine Abstimmung mit den Füßen geben soll und an dieser Messe einfach immer weniger Aussteller und auch Besucher teilnehmen. Allerdings, das gehört auch zur Wahrheit, ist Frankfurt meilenweit davon entfernt, Vorzeigestadt der Verkehrswende zu sein. Trotz der großen Worte des Oberbürgermeisters müsste hier viel mehr passieren. Weil Frankfurt könnte eigentlich eine echte Fahrradstadt sein, ist es aber nicht. Fahrradwege sind gefährlich und umständlich. In den letzten Jahren wurden weitere Fehlplanungen produziert. Dass der Ratentscheid jetzt offenbar zu einem ansatzweise Umdenken führt, begrüßen wir natürlich. Auch der ÖPNV in Frankfurt müsste schneller ausgebaut werden, um eine echte Verkehrswende zu ermöglichen und die Autos aus den Innenstädten zurückzudrängen. Nach wie vor sind die Fahrpreise viel zu hoch in Frankfurt und verhindern den Umstieg auf den ÖPNV. Deshalb müssen die Fahrpreise gesenkt werden mit dem mittelfristigen Ziel eines Nulltarifs. Es gäbe also eine ganze Menge zu tun, um in Frankfurt die Verkehrswende voranzubringen. Die Anschuldigungen gegen Peter Feldmann im Zusammenhang mit der IAA-Rede sind völlig absurd. Der Klimawandel sollte uns allen vor Augen führen, dass es so nicht weitergehen kann. Die Automobilindustrie ist verantwortlich für große Teile des CO2-Ausstoßes. Aber dass die AfD diese Aktuelle Stunde beantragt hat, verwundert nicht, weil mit der Vergiftung des Klimas kennen Sie sich ja auf allen Ebenen aus. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Manfred Pentz, CDU-Fraktion. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, werter Herr Präsident, zunächst einmal zu dem Statement des AfD-Kollegen. Also, ich sage es einmal so, sich hier aufzuschwingen und zum Thema IAA und Feldmann zu reden und dann als erstes einmal den Ministerpräsidenten anzugreifen, also da muss man schon ganz besonders konstituiert sein. Das versteht, glaube ich, niemand. Und deswegen bin ich da ganz bei Ihnen, Herr Naas, Herr Dr. Naas. Wir vertrauen darauf als CDU-Fraktion, dass der Ministerpräsident und der Wirtschaftsminister alles dafür tun werden, dass auch die IAA, aber alles, was daran hängt, in dieser Region in Zukunft auch positiv und gut weiterläuft. Und Herr Grumbach, zu Ihnen. Und Herr Grumbach, zu Ihnen nur so viel. Sie haben tatsächlich komplett an der Sache vorbeigeredet. Es geht doch gar nicht darum, dass Herr Feldmann nicht sagen darf, was er sagen will. Er kann es auch tun, wo er will. Aber die und da ertragen wir übrigens einiges. Wahrscheinlich müsst ihr bei dem Mann auch einiges in eurer Fraktion ertragen. Aber die Frage ist doch, wie er es getan hat. Und deswegen möchte ich einfach mal zu dieser Frage ein Beispiel nennen. Herr Feldmann sagt,
oder hat in seiner Rede, die er nie gehalten hat, aber überall veröffentlicht hat, möchte er die SUVs aus der Stadt vertreiben. Jetzt frage ich Sie einmal, meine Damen und Herren, wenn ich in der Frankfurter Neuen Presse lese, dass das Dienstfahrzeug von Herrn Feldmann ein alter Diesel ist, und bei dem man sagen kann, na ja, da ist der CO2-Ausstoß wahrscheinlich massiv größer als bei manch einem SUV heutiger Bauart. Also dann wäre ich als Feldmann, glaube ich, ein bisschen vorsichtig. Ich hätte mir von diesem Mann erwartet, der die Backen so aufbläst, dass er vielleicht mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt oder mit einem CO2-neutralen Fahrzeug. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns einig. OB Feldmann schadet mit diesen Aussagen der Stadt, er schadet der Region und er schadet auch dem Land. Und wir haben ganz andere Probleme. Gestern hat Continental angekündigt, in Babenhausen fast 3.000 Stellen zu kürzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind die Themen, die Herrn Feldmann überhaupt nicht interessieren. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist so und es bleibt so. Herr Feldmann setzt sich lieber selbst in Szene, angefangen vom Vorschlag eines Mietendeckels, der Investoren eher vom Bauen abschreckt, über vollmündige Ankündigungen zur interkommunalen Zusammenarbeit, die sich als substanzlos erwiesen haben, bis hin zur Tatsache, dass der erste OB Frankfurts, der erste ist, dem es jemals gelungen ist, eine offizielle Missbilligung des eigenen Magistrats zu erhalten. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, wo sind wir denn? Herr Feldmann, und ich will Ihnen noch ein paar andere Beispiele nennen, wenn wir schon dabei sind. Die Paulskirche, 175-jähriges Jubiläum steht an. Alle sind sich einig in der Stadt. Herr Feldmann blockt. Der Frankfurter Flughafen, der Herzmuskel der Region, er sichert Arbeitsplätze, Wirtschaftskreis und Innovation. Meine sehr geehrten Damen und Herren, OB Feldmann hält es nicht für nötig, die Aufsichtsratssitzungen zu besuchen. Der Finanzplatz Frankfurt. Zehntausende Menschen hängen am Finanzplatz Frankfurt und arbeiten jeden Tag hart dafür, dass diese Region gut lebt. Herrn Feldmann interessiert das überhaupt nicht. Ich habe noch nie ein gutes Wort über einen Sparkassenangestellten, einen Volksbankangestellten von diesem Mann gehört. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Amtsverständnis von Herrn Feldmann ist nicht unser Amtsverständnis. Und, meine Damen und Herren, heute steht im Darmstädter Echo, sind die Frankfurter faul? Ich frage, ist der OB Frankfurts faul? Nicht die Bürger Frankfurts sind faul, aber man könnte ihm unterstellen, dass er der faulste OB Deutschlands ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, für uns Christdemokraten heißt Politik auch Akten lesen und Sitzungen besuchen und nicht nur in Boulevardblättern rumlungern. Und deswegen glaube ich, dass Herr Feldmann seine eigenen Konsequenzen aus dieser Frage ziehen sollte. Vielen Dank, Kollege Benz. In Boulevardblättern rumlungern ist eine sehr interessante Formulierung. Die hört man auch nicht jeden Tag. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, der Verkehrsminister Tarek. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir hatten ja gestern bereits eine ausführliche Debatte zur Zukunft der IAA und zur Frage, was wir dafür tun können, dass diese IAA in veränderter Form als Mobilitätsmesse in Frankfurt bleibt und auch im Jahr 2021 stattfindet. Ich glaube, das kann man dann in aller Ruhe sagen. Vorher fiel mir auf, weil ich auch
auf dem Schulhof Autoquartett gespielt habe. Herr Naas, nach meiner Erinnerung haben immer die gewonnen, die die höchste Geschwindigkeit hatten, die höchste PS-Zahl. Und manchmal, wenn man das Pech hatte, ein eher lahmes Auto zu haben, konnte man noch mit dem Gewicht es versuchen. Das war die einzige Möglichkeit, weiter zu gewinnen. Aber, liebe Kollegen. Einen Moment bitte, Herr Minister, meine Damen und Herren. Sie machen ja mehr Krach mit 20 Autos. Bitte etwas Ruhe. Der Minister hat das Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen von FDP und AfD, ich kann Ihnen sagen, auch heutzutage auf dem Schulhof spielt man das nicht mehr. Da sind eher die Star-Wars-Karten oder die Yu-Gi-Oh!-Karten en vogue. Und insofern sollten Sie auch in dieser Beziehung mal in der Gegenwart ankommen und an die Zukunft denken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wiederhole das, was ich gestern bereits an dieser Stelle gesagt habe. Ich bin im Gespräch schon gewesen am 14. September mit der VDA-Geschäftsführung über neue Konzepte für eine neue IAA im Jahre 2021. Wir sind insgesamt als Landesregierung im Gespräch mit der Messe über ein neues Konzept für eine IAA 2021 als Mobilitätsmesse. Und es wird weitere Gespräche geben, Herr Kollege Rock, mit der Messe, mit dem VDA, aber auch mit den Automobilherstellern. Weil vielleicht haben Sie wahrgenommen, das war sicherlich ein Vorgang, der beispiellos war, dass der VDA-Präsident am ersten Tag der IAA seinen Rücktritt zum Jahresende erklärt hat. Offensichtlich hilft es nicht mehr, nur alleine mit dem VDA zu sprechen. Man muss auch noch mit den Automobilherstellern sprechen, damit am Ende ein Konzept für eine IAA 2021 als Mobilitätsmesse, meine sehr verehrten Damen und Herren, in Frankfurt wirklich Erfolg hat. Und einen weiteren Punkt füge ich hinzu. Jedes Messekonzept, das für eine neue IAA am Ende funktionieren soll, muss das Messegelände als Kern behalten, aber muss sich in Stadt und Region öffnen. Das ist das Einzige, wo sich alle einig sind. Die Zeiten, wo Menschen Eintritt bezahlt haben, um in eine Halle zu gehen und dort mit vielen anderen Menschen gemeinsam sich Autos anzuschauen, ist im Zeitalter von Internetauftritten, Konfiguratoren und Ähnlichem, wo man im Zweifel näher am Auto ist, jedenfalls gefühlt, als man ihm in der Messehalle je kommt, nicht mehr etwas, was funktioniert. Das ist ja ein Teil des Problems. Und ich habe gestern 560.000 Menschen, Herr Hahn, im Jahre 2019, wenn im Jahre 1951 im ersten Jahr mehr Menschen da waren, ist ein Alarmsignal, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das muss man doch verstehen. Und deswegen ausdrücklich, es wird um eine Messe gehen, die sich in Stadt und Region hinein öffnet. Es wird um eine Messe gehen, in der nicht mehr nur Autos, sondern die Zukunft der Mobilität insgesamt auf der Tagesordnung ist, in der Intermodalität auf der Tagesordnung ist und deswegen auch die unterschiedlichen Verkehrsmittel und in der auch die Frage, was digitale Revolution auch für die Zukunft der Mobilität bedeutet, ebenfalls im Mittelpunkt steht. Dazu brauchen wir auch die Stadt Frankfurt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich sage das ist vielleicht, sage das an dieser Stelle, ich spreche Einladungen zu Gesprächen nicht über die Presse aus, sondern ich führe diese Gespräche, und das werden wir auch insgesamt als Landesregierung weiter tun. Und es ist an dieser Stelle auch übrigens besser, miteinander zu reden und nicht übereinander. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Es gibt keine weitere Wortmeldung mehr zu diesem Punkt. Dann ist diese Aktuelle Stunde behandelt.